Haben Sie herzlichen Dank für diese freundlichen, vertrauenbezeugenden und uns ermunternden Worte. Meine sehr verehrten Damen und Herren, geehrte Festversammlung, Wissenschaft und Gesellschaft, ich schließe direkt an Wahrheit und Macht, Fakten und Vertrauen. Das sind Konzepte und Konstellationen, die wir lange für stabil halten durften. Doch wandeln sie sich auf beunruhigende Weise stürmisch, verändern Forschung und Technologie unsere wirtschaftlichen und gesellschaftlichen, unsere politischen und kulturellen Verhältnisse. Und damit gehen enorme Chancen einher und keineswegs geringere Risiken. Dabei gibt es Perspektiven, in denen unbegrenzter wissenschaftlich-technischer Fortschritt auch als Gefahr erscheinen kann. Und nicht immer sind diese Perspektiven so irrational wie bei der Verteufelung des Impfens. In der Gegenrichtung ist unübersehbar, dass die Krise des pluralistischen Gesellschaftsmodells und der liberalen Demokratie, deren Symptome unsere Nachrichten aus dem In- wie aus dem Ausland beherrschen. In der Gegenrichtung ist unübersehbar, dass die Krise der pluralistischen Gesellschaft und der liberalen Demokratie das Verhältnis der Gesellschaft zur Wissenschaft keineswegs unberührt lässt. Intellektueller Eigensinn und Freiheit von Wissenschaft sind schließlich eine Provokation für autokratische Machtansprüche. Über all dies ist in den zurückliegenden Monaten und Jahren, Sie haben es gesagt, viel gesprochen worden in Parlamenten und Forschungsinstituten, auf der Straße, bei den Marches for Science, wie in Sachverständigenrunden. Und auch ich selbst habe ja wiederholt öffentlich gefragt, was denn in Zeiten populistischer Intellektualitätsverachtung und autokratischer Wissenschaftsfeindschaft die Sache der Wissenschaft sei. Daran schließlich heute in gewisser Weise an, wenn ich Ihnen vorschlage, das Wissenschaftliche und das Gesellschaftliche in den folgenden Minuten einmal nicht im Außenverhältnis, sondern im Binnenverhältnis der Wissenschaften zu bedenken. Die Wissenschaft in allen ihren Domänen, also die Wissenschaften, sind immer zugleich Wissensordnungen und Sozialordnungen. Und das Verhältnis dieser beiden Seiten zueinander ist keineswegs einfach harmonisch. Wo es um die Ordnungen des wissenschaftlichen Wissens geht, da stehen dessen Produktion, Prüfung und Kritik, schließlich die Revision bisherigen Wissens im Vordergrund. Und dabei kann man experimentieren, irren, vorläufige Hypothesen bilden, skeptisch bleiben, Fragen auch einstweilen offen lassen oder Antworten in der Schwebe. Auf der Seite der Sozialordnungen von Wissenschaft ist das durchaus anders. Hier geht es nämlich insbesondere um bindende Entscheidungen. Entschieden werden muss unentwegt über Personen- und Berufswege, über Finanz-, Rechts- und Organisationsverhältnisse, über Forschungsprogramme, Projektpläne, Strukturprioritäten, über Infrastrukturen, über nationale und internationale Kooperationen und so weiter und so fort. Und überall fallen solche Entscheidungen an. In der Wissenschaftspolitik und in den Ministerien, in Universitäten und Forschungseinrichtungen, in Akademien oder Beratungsgremien und nicht zuletzt in den Organisationen der Forschungsförderung. Also zum Beispiel in der DFG. Ja, man könnte Förderorganisationen geradezu als Entscheidungsmaschinen auffassen und man könnte das selbst dann, wenn die Förderorganisationen Förderung von Forschung durchaus emphatisch verstehen, so wie wir das in der DFG tun, wenn es ihnen also nicht allein um Mittelvergabe geht, sondern zugleich auch um die Beratung der Forscher und Antragstellerinnen, um Beobachtung wissenschaftlicher Felder und Beiträge zu deren strategischer Entwicklung, um wissenschaftspolitische Positionierung, um das öffentliche Werben für die besonderen Voraussetzungen und Belange guter Forschung und um die Rechtfertigung der Aufwendungen, mit denen sie öffentlich finanziert wird. Und all dies
setzt, ebenso wie die rund 20.000 Förderentscheidungen, die wir bei der DFG derzeit im Jahr treffen. All dies setzt vor allem die nötigen Ressourcen voraus. Die wichtigsten dieser Ressource ist aber nicht allein das Geld, wovon ich heute allenfalls indirekt sprechen will, sondern auch wissenschaftliche Urteilskraft. Im Kern, so möchte ich sagen, und vor allem anderen, organisiert die deutsche Forschungsgemeinschaft Urteilskraft. Wie macht sie das aber? Zunächst kann man einfach sagen, sie entwickelt, verwaltet, pflegt Verfahren der fachlichen Begutachtung, der vergleichenden Bewertung, der öffentlich legitimierbaren, wissenschaftsgeleiteten Entscheidung über Vorschläge zur Finanzierung von Forschungsprojekten. Und dabei bringt die DFG vielfältigste fachliche Spezialexpertise und weiten Blick zusammen. Aufmerksamkeit fürs Besondere, denn Spezialisierung ist eine Grundbewegung moderner Wissenschaft, wie Aufmerksamkeit fürs Allgemeine, denn Spezialisierung darf nicht zum bornierten Desinteresse an anderer Spezialisierungen und an übergeordneten Problemstellungen verkommen. Wir organisieren also Diversität der Perspektiven im gesamten Spektrum akademischer Disziplinen und rigide Qualitätsansprüche und Fairness und Offenheit fürs Riskante, fürs Überraschende, für den Sprung ins Neue. Das setzt Bereitschaft zum Diskurs voraus und die Fähigkeit, sich Argumenten zu stellen und das Bessere anzuerkennen. Also Urteilskraft, das vernünftige Vermögen, mit einer Formulierung von Immanuel Kant, das vernünftige Vermögen zu einem Besonderen, das Allgemeine zu finden. Und gelingen kann dies allein, weil jedes Jahr Tausende von Gutachterinnen und Gremienmitgliedern unentwegt und unverdrossen bereit sind, viel kostbare Zeit und Urteilskraft zur Verfügung zu stellen, und zwar intrinsisch motiviert. Sie tun das nämlich ehrenamtlich und in einem Umfang, der nicht aus jedem Blickwinkel plausibel wirkt. So holen wir, um nur ein Beispiel zu nennen, regelmäßig mindestens 2 Gutachten ein, was der Bundesrechnungshof einmal unverhältnismäßig aufwendig und teuer gefunden hat. Gleichwohl und trotz alledem ist dieses anspruchsvolle Organisationssystem der Forschungsförderung, für das die deutsche Forschungsgemeinschaft steht, es ist nicht absolut perfekt. Bei aller Zeit und intellektuellen Energie, die in es investiert wird, es schließt menschliche Subjektivität und Irrtum keineswegs aus. Im Gegenteil, es setzt gerade auf die Individualität und Urteilskraft der vielen Einzelnen. Und deswegen ist es ganz unvermeidlich, dass Biases, Fachegoismen, Partikularinteressen ausnahmsweise eine Rolle spielen können, so sehr wir mit äußerster Sorgfalt jeden Anschein auch nur von Befangenheit auszuschließen suchen. Deswegen ist es unvermeidlich, dass auch erfahrenste Gutachterinnen, dass sie Antragsteller, Reputation, Themenrelevanz, Antragsgüte und Forschungsqualität mal miteinander verwechseln. Deswegen ist es unvermeidbar, dass an den Grenzen quantitativer Entscheidungslast und sachlicher Entscheidungsschwierigkeiten, dass an diesen Grenzen auch sekundäre Leistungsindikatoren wie diejenige der Bibliometrie angewandt werden. Und zwar angewandt werden, obwohl solche Parameter bloß Autoritätsargumente bereitstellen, wie in der mittelalterlichen Wissenschaft. Denn sie halten ja eine wissenschaftliche Aussage für wichtig, nicht weil sie in der Sache richtig wäre, sondern weil sie am wichtigen Ort, eben an einem viel benutzten Journal, geäußert worden ist. Und unvermeidlich ist es auch, dass kontinuierlich gegen ein Risiko angearbeitet werden muss, welches aller Projektförderung, betone aller Projektförderung, inhärent ist, dass man nämlich im Zweifel dem Konventionellen gegenüber dem irritierend Neuen den Vorzug zu geben versucht sein mag.
All dies muss bedacht sein. Und gerade weil es mit großer Sorgfalt unentwegt bedacht wird, meine ich, selbst in meiner Rolle als Präsident sagen zu dürfen, was Ihre Güte, Fairness, Forschungsadäquatheit und Effizienz anbelangt, so suchen die Beurteilungsverfahren der Deutschen Forschungsgemeinschaft in der Projektförderung national wie international ihresgleichen. Sie suchen wirklich ihresgleichen. Dennoch handelt es sich um Menschenwerk. Man kann es aus einem Gesichtspunkt betrachten, aus dem diese Organisierung von Urteilskraft langsam und fehleranfällig zu sein scheint, zu langsam und fehleranfällig. Lässt es sich also nicht längst anders machen, schneller, objektiver, irrtums- und fehlerfreier, kostengünstiger? Diese Frage ist womöglich nicht völlig abwegig. Wir leben ja in einer Welt, die dem Digitalen mit Algorithmen, mit Text- und Data Mining, mit Machine Learning und künstlicher Intelligenz, die dem nicht allein die Faszination und zuweilen den Schrecken unvordenklicher Möglichkeiten überhaupt zuordnet. Es gibt zumal auch Stimmen, die das Digitale verbinden mit der angeblich lang ersehnten Verheißung, alles soziale Geschehen lasse sich nun beschleunigen, objektivieren, effizienzsteigernd, perfektionieren, und Förderentscheidungen sind soziales Geschehen. Sollten wir also bei der DFG nicht die mühsame und von Subjektivität niemals freie Urteilsbildung der wissenschaftlichen Peers, die Zeit brauchen und sich irren können, sollten wir sie nicht durch automatisierte Verfahren ersetzen? Sollten wir nicht Algorithmen entwickeln oder entwickeln lassen, die schnell, umfassend, objektiv, fehlerfrei und unbeirrbar Projektanträge ranken und so Förderentscheidungen erzeugen, welche für sich selbst zu sprechen scheinen und welche daher dann auch nicht mehr kritisiert werden könnten? Die Vorteile lägen ja auf der Hand. Umfangreiche Gutachten, lange Gremiensitzungen könnten dann entfallen. Die Peers würden unbeschwert von der Forschungsbewertung vergnügt zur Forschung selbst zurückkehren können. Die Bearbeitungsdauer der Anträge würde auf 2-3 Tage zusammenschnurren. Statt einer Geschäftsstelle mit vielen höchst qualifizierten Mitarbeiterinnen bräuchten wir bloß eine kleine Sachbearbeitung und vor allem eine IT-Support-Group. Sollten wir nicht tatsächlich den Maschinen die Macht übergeben über die Verteilung der Projektmittel? Selbst etwas so unvergleichlich viel Komplexeres wie die Liebesbegegnung, glauben wir nur der Werbung, lässt sich ja algorithmisch verbessern. Alle 11 Minuten verliebt sich ein Single über Parship. Noch viel schneller könnten wir die Algorithmen Förderentscheidungen treffen lassen. Doch ich bin überzeugt, dass diese Verheißung täuscht. Gewiss, nicht weniges kann in der Tat und sollte dann auch automatisiert werden. Die formale Vorprüfung von Antragsberechtigung und Antragsvollständigkeit etwa, Hinweise auf mögliche Gutachterbefangenheiten, viele Aspekte der Informationsaufbereitung oder detaillierter statistischer Übersichten, wie wir sie jetzt gerade wieder in Gestalt des neuen Förderatlas zur Verfügung stellen. Dann ermöglicht Automatisierung Verbesserungen, jedenfalls solange nicht übersehen wird, dass in wenigstens einer Hinsicht bei der Forschungsförderung es nicht anders ist als bei Expected Goals. Expected Goals ist das modernste Statistikmodell im Profifußball. Rechnerische Trefferwahrscheinlichkeit und tatsächliche Spielverläufe, ohne dass wir der verletzten Fußballseele zu nahe treten wollten, rechnerische Trefferwahrscheinlichkeit und tatsächliche Spielverläufe sind eben zweierlei. Nur höchst unerfahrene Clubs würden einen Spieler allein wegen guter statistischer Werte verpflichten. Automatisieren darf man also nur, was sich automatisieren lässt. Wissenschaftliche Urteilskraft gehört nicht dazu. Vor allem 3 Überlegungen sind es, an denen ich das deutlich zu machen versuchen will. Das erste dieser Argumente stellt auf die eigentliche Funktion von Forschung ab.
Diese Funktion von Forschung besteht ja darin, nicht einfach beliebig Neues hervortreten zu lassen, sondern neue Forschungsergebnisse zu erarbeiten und das heißt, methodisch verlässliches und daher begründungsfähiges wissenschaftliches Wissen. Automatisierte Förderentscheidungen wären demgegenüber eine Einladung an die Antragsteller, ihrerseits Anträge durch algorithmische Verfahren optimieren zu lassen. Am Ende würden dann automatisch generierte Anträge von einem Entscheidungsalgorithmus klassifiziert. Begründetes, neues, kontingentes Paradigmenwechsel wären derart ziemlich zuverlässig ausgeschlossen in einer Weise, die der Logik moderner Wissenschaft direkt entgegenstünde. Und dass ein solches abwegiges Szenario, in dem der Dataismus zum Dadaismus wird, dass es durchaus nicht unrealistisch ist, ein solches Szenario, das wissen alle, die das Programm SciGen kennen, das seit Jahren erfolgreich sinnfreie Fake-Articles produziert, die es auf allerlei reputierliche Publikationsplätze geschafft haben. Hinzu kommt eine zweite Überlegung. Ihre vollständige Automatisierung übersähe, dass Förderentscheidungen mehr sind als ein Finanzverteilungsmechanismus. Bildung und Austausch von Urteilen in wissenschaftsgeleiteten Entscheidungsprozessen stellen vielmehr selbst ein konstitutives Merkmal des Forschungsdiskurses dar. Vermutlich kann man dabei vereinzelten Ideenklau niemals vollständig ausschließen. Vor allem aber sind Begegnungsgruppen, Begehungsgruppen, Gutachter, jetzt bin ich doch bei Parship gelandet, also ich wollte nicht von Begegnungsgruppen sprechen, sondern von Begehungsgruppen, Gutachterpanels, wie wir sie jetzt in der Exzellenzstrategie bemühen, sind Fachkollegien und Entscheidungsgremien, vor allem sind sie immer auch lehrreiche, produktive Umschlagplätze von Informationen, Forschungsansätzen und Frageperspektiven. Schon deswegen könnte das Forschungssystem schwerlich auf sie verzichten. Schließlich führt der Umstand, dass wir von der öffentlichen Finanzierung wissenschaftlicher Diskurse sprechen, auf eine dritte Überlegung. Förderentscheidungen müssen im Hinblick auf die Verausgabung öffentlicher Mittel legitim sein und sie müssen im Hinblick auf das Funktionieren von Wissenschaft, Förderentscheidungen müssen die Möglichkeit der Anerkennung eröffnen. Und zwar nicht nur die Möglichkeit der Anerkennung bei den Geförderten, das kriegen wir praktisch immerhin, ganz, ganz selten werden Fördermittel nicht angenommen, sondern die Möglichkeit der Anerkennung bei denjenigen, die mit ihrem Förderantrag nicht erfolgreich waren. Und darin liegt ein kompliziertes theoretisches Problem mit höchst praktischen, alltäglichen Konsequenzen vor. Treten wir also für einen Augenblick einen Schritt zurück. Eine Entscheidung, so sehen wir dann, eine Entscheidung, die vollständig determiniert wäre oder technokratisch Alternativlosigkeit für sich in Anspruch nähme, eine solche Entscheidung wäre gar keine. Sie wäre ohne Rest aus ihren Voraussetzungen abzuleiten, wie es bei der Befolgung einer Rechenvorschrift der Fall ist, und ihr fehlte daher das entscheidungstheoretisch Entscheidende, das dezisionistische Moment. Denn das Entscheiden verbinden wir ja damit, dass ein Ergebnis zwar gut begründet sei, aber weder zwingend notwendig noch beliebig zufällig, sondern vielmehr, wie man seit Leibniz dafür sagen kann, kontingent. Zwischen der strikten Befolgung von Rechenregeln und dem Würfeln steht das Entscheiden als ein drittes. Und eben daran hängt die Legitimität und Akzeptabilität von Entscheidungen, auch von Förderentscheidungen. Dem blinden Zufall und der brutalen Notwendigkeit können wir uns bloß unterwerfen. Das Entscheiden hingegen, so wie wir es unter anderem im Förderhandeln der Deutschen Forschungsgemeinschaft institutionalisieren, das Entscheiden zielt auf Anerkennung. Selbst dort, wo wir ohne eine Feststellung von Mehrheiten dann doch nicht auskommen, selbst dort folgt unser Entscheiden Gründen, die man rechtfertigen kann und gerade deswegen auch vernünftig kritisieren und anerkennen. Eben dies
vermögen statistische Mustererkennung, algorithmisch abgeleitete Notwendigkeiten oder blanker Zufall, eben dies vermögen sie nicht. Insofern, und solange wir uns im Raum dessen bewegen, was wir als Wissenschaft und als Legitimität konzipieren, insofern sind Förderentscheidungen nicht automatisierbar. Sie setzen vielmehr voraus, was wir wissenschaftliche Urteilskraft genannt haben. Detaillierte Sachkunde gehört selbstverständlich zu ihr und eine gewisse Erfahrung. Doch das wären nur notwendige, nicht auch schon hinreichende Bedingungen. Mit der Spezialexpertise muss nämlich die Aufmerksamkeit fürs Übergreifende sich verbinden, für den Pluralismus der Wissenschaften ebenso wie für die Vielfältigkeit ihrer gesellschaftlichen Funktionen und Leistungen. Hinzukommen muss die Bereitschaft, die eigene Position einem rigiden Begründungszwang auszusetzen, allein dem Sachargument Überzeugungskraft zuzumessen und nicht hier Hierarchiepositionen oder rhetorischer Virtuosität oder dergleichen. Und es braucht Fähigkeit zur Selbstdistanz, die Souveränität von der eigenen Interessenlage, auch von der eigenen Position im Erkenntniswettstreit, abzusehen und die Souveränität mit der Möglichkeit zu rechnen, dass man selbst im Irrtum sei. Schließlich ist jene Gelassenheit vonnöten, die auch im harten finanziellen Wettbewerb dem konventionellen, dem riskanten, dem gedanklich provozierenden Raum zur Entfaltung lassen kann. Und zwar ohne, dass dabei anspruchsvollste Qualitätsstandards kompromittiert würden. Es ist in diesem Sinne, dass ich vorhin davon sprach, es sei gewissermaßen der institutionelle Kern der DFG, bei der Beurteilung von Vorschlägen zur Forschungsförderung Urteilskraft zu organisieren. Damit will ich keineswegs sagen, dass avancierteste Formen von Digitalität nicht hilfreiche und wichtige Instrumente sein können bei der Vorbereitung von Förderentscheidungen, bei der Verwaltung von Projekten, bei der Unterstützung von Urteilskraft. Man darf sie nur nicht mit dieser verwechseln. Ebenso wenig soll die Betonung der zentralen Rolle wissenschaftlicher Urteilskraft für Funktion und Leistung der DFG im Forschungssystem und in der Forschungspolitik, ebenso wenig soll diese Betonung besagen, es sei etwa allein die Wissenschaft, in welcher es auf Urteilskraft ankomme. Das wäre ja fahrlässig. Vernünftige und gelassene Urteilskraft braucht es auch im Umgang mit den Krisensymptomen unserer unübersichtlichen Gesellschaft, auf deren Zumutungen nicht wenige mit merklicher Gereiztheit reagieren, ja mit einer Haltung des aggressiven Beleidigtseins und schlichten Ausgrenzungsphantasmen. Und vernünftige Urteilskraft braucht es gleichermaßen bei der Pflege der Institutionen unserer Demokratie, der Institutionen, die politische Machtkämpfe einhegen müssen und die daher nicht selbst als Waffe in diesen Machtkämpfen missbraucht werden. Meine Damen und Herren, wir leben in Zeiten, in denen man hinzufügen muss, zu diesen Institutionen gehören auch das Ansehen des Parlaments, gehören auch Würde und Kompetenz hoher Staatsämter, gehören auch die Religionsneutralität des Staates und das Menschenrecht auf Asyl. Man könnte auch sagen, es geht um Anstand. Aber ich wollte ja heute tatsächlich vor allem von der DFG sprechen. Lassen Sie mich deswegen mit dieser Schlussfolgerung aus meinen Überlegungen schließen. Wir sind auf wissenschaftliche Urteilskraft nicht nur angewiesen, um irgendwie zu vertretbaren Entscheidungen bei der Verteilung von Projektmitteln zu kommen, das freilich auch. Weit darüber hinaus kommt es indes und zugleich auf diese vernünftige Urteilskraft an, weil wir ohne sie das Wissenswerte keineswegs unterscheiden könnten vom unabgrenzbaren Gemenge dessen, was man überhaupt zu wissen meinen kann. Weil wir ohne sie ganz außerstande wären, darüber Rechenschaft abzulegen, was wir womöglich wissenschaftlich und technologisch tun können und was wir keinesfalls tun dürfen oder sollten.
Und weil wir sonst ohne diese vernünftige Urteilskraft, weil wir von den Grenzen der Wissenschaft und von dem kategorialen Unterschied kaum wüssten, der die Wissenschaft von den pseudoreligiösen Allmachts- und Erlösungsfantasien eines technoiden Transhumanismus unterscheidet. Urteilskraft also. Sie ist alles andere als ein abgelebtes Überbleibsel aus längst entschwundenen Zeiten vor unseren heutigen Technologiesprüngen. Im Gegenteil, moderne Wissenschaft hätte ohne sie gar keine Zukunft, denn Urteilskraft ist jenes Band, das die Wissenschaften in Beziehung hält mit einem aufgeklärten Wissen von den Umständen des Menschlichen in der Weltseins und einer freien Gesellschaft. Darüber werden wir weiter und intensiv sprechen müssen. Tun wir es hier und heute bei unserem Jahresempfang, tun Sie es auch andernorts und bleiben Sie uns bitte gewogen, weil es hier nach Kräften vernünftig zugehen soll. Vielen Dank.